Hallo, ich bin Jürgen Zwickel, dein mentaler Potenzialmaximierer und dein Begleiter zur Stärkung deiner Persönlichkeitsfitness. Vielen Dank und schön, dass du in dieses Video hineinschaust. Denn in diesem Video geht es heute darum, wie wir es schaffen, unsere Konzentration und unsere Konzentrationsfähigkeit zu stärken. Bleibe also unbedingt dran. Wie schaffen wir es, unsere Konzentration und unsere Konzentrationsfähigkeit zu stärken und auf ein neues Level zu heben? Das erfährst du in diesem Video mit 3 konkreten Tipps. Doch lass uns zuerst einmal draufblicken, warum Konzentration überhaupt so wichtig ist. Ich bin der Meinung, nur wenn wir uns konzentrieren können, auf unseren Weg und auf das genau konzentrieren können, wo wir hinwollen, dann erhöhen wir dadurch deutlich die Chance, dort auch anzukommen. Denn jede Ablenkung kostet Energie, jede Ablenkung kostet uns Kraft und Stärke und vermindert somit die Chance, hinzukommen, wo wir hinkommen wollen, oder wir brauchen für diesen Weg deutlich länger. Also, lass uns mal gucken, was wir tun können, um unsere Konzentration zu erhöhen. Tipp Nummer 1. Mache dir wirklich klar, was du im Leben willst. Also frage dich, was ist dir wirklich wichtig? Und wie viel gibst du deinen Antworten jetzt schon Aufmerksamkeit und Konzentration? Und diese Klarheit ist wichtig, denn Klarheit fördert Konzentration. Nur wenn du dir klar bist, wo du im Leben hin willst, was dir im Leben wichtig ist, kannst du dich darauf auch konzentrieren. Teilweise funktioniert diese Antwort sehr schnell auf diese Frage zu geben bei manchen, aber auch teilweise ist es so, dass manche länger brauchen. Gucke einfach mal, wie es bei dir ist. Also, was ist dir im Leben wichtig? Was ist dir alles in den verschiedensten Lebensbereichen wichtig? Definiere das, mache dir das klar und so gibst du dir die Chance, besser konzentriert mit diesen Bereichen des Lebens umgehen zu können. Tipp Nummer 2. Ruhe fördert Konzentration. Deswegen die Frage, wie viele ruhige Momente während des Tages gibst du dir? Wie viel Zeit schenkst du dir selbst? Und in dieser Zeit schaffst du es dann, herunterzukommen, dich wieder neu auszurichten und somit auch deine Konzentrationsfähigkeit zu stärken. Gönne dir jeden Tag nur Zeit für dich, Zeit für Ruhe. Denn automatisch wird dein System neu ausgerichtet und das hat Einfluss auf deine Konzentration. Ja, und dann der dritte Bereich. Wie so vieles im Leben, so können wir auch Konzentration, unsere Konzentrationsfähigkeit trainieren. Wie? Hier 2 Beispiele. Setze dich mal auf einen Stuhl, schließe die Augen und bleibe 5 Minuten komplett in Ruhe sitzen. Das erfordert unheimlich viel Konzentration und du lernst dich und deinen Körper und was in dieser Zeit alles so an inneren Reflexen passiert, wirklich bedeutend erkennen. Also nutze das mal und lerne so konzentriert 5 Minuten in aller Ruhe sitzen zu bleiben. Der zweite Punkt, gucke doch einfach mal ganz konzentriert für 2 Minuten nur auf deine Uhr, solltest du eine Uhr herum haben, und auf den Sekundenzeiger. Verfolge diesen Sekundenzeiger für 2 Minuten und lasse dich nicht von äußeren Gegebenheiten ablenken. Du bleibst nur auf diesen Sekundenzeiger. Und natürlich kannst du das dann steigern. Dann kannst du mal 3, 4 oder 5 Minuten daraus machen, aber du wirst merken, diese 2 kleinen Übungen fördern deine Konzentration und deine Konzentrationsfähigkeit, die sich dann natürlich auch in andere Bereiche des Lebens überträgt. Denn, sind wir ehrlich, in dem Moment, wenn wir uns mit anderen Menschen austauschen, entweder im privaten oder auch im beruflichen Bereich, dann ist Konzentration gefragt. Nehmen wir die Worte konzentriert auf. Nehmen wir das ganze Gespräch konzentriert auf? Wissen wir, wohin dieses Gespräch uns führt? All das hat auch mit Konzentration zu tun. Und Kommunikation ist auch Konzentration. Und Konzentration, wie gesagt, können wir auch trainieren. Das waren jetzt diese 3 Tipps. Tipp Nummer 1, sorge für Klarheit. Tipp Nummer 2, gönne dir immer wieder Phasen der Ruhe. Tipp Nummer 3, konzentriere bzw. trainiere deine Konzentrationsfähigkeit. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen, um deine Konzentrationsfähigkeit immer wieder aufs Neue zu stärken, auf ein neues Level zu bringen.
um dadurch natürlich dann wieder besondere Ergebnisse und Erlebnisse erreichen zu können. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. We'll be right back.